Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu WWE 2K16, unserem kleinen King of the Ring Turnier. Ich bin der Onkel und wieder mit am Start, und natürlich mein Gegner ist der Revano. Ja, hallo. Yeah, und ja, wollen wir gar nicht groß losquatschen, sondern einfach Viereck. Jo, jetzt muss ich mal gerade schauen. Den habe ich definitiv nicht. Den habe ich. Negativ, den habe ich auch nicht. Müssen wir weitermachen? Achso, wir wollen noch mal eine Sache aufklären. Und zwar, wie uns im letzten Part aufgefallen ist, dass Revano hat einmal Viereck gedrückt oder noch mal neu ausgewählt, wo er einen Wrestler von seiner Liste hatte. Das war aber einfach nur, er hat es übersehen. Also es war nicht mit Absicht. Ja. Er hat es mir dann auch gesagt, er hat sich auch entschuldigt und alles okay. Also es war keine Absicht. So. Ja. Naja, ist mir später erst aufgefallen, und jetzt muss ich gerade gucken, den habe ich auch nicht. Habe ich auch nicht. Ich habe mal einen, den ich habe. Habe ich auch nicht. Habe ich auch nicht. Aha. Warte, den habe ich. Alles klar. Oder, nee, ich glaube, ach, den haben wir da. Oh, scheiße. Jetzt weiß ich gerade nicht. Warte, jetzt muss ich mal kurz was gucken. Wenn er nicht auf der Liste steht, ist er auch nicht mehr anzuwählen. Beziehungsweise hattest du ihn auch schon. Also ich habe ihn irgendwie nicht aufgeschrieben, dann müsste ich mit ihm noch nicht gespielt haben. Falls ich jetzt gleich X. Du hast ihn nicht aufgeschrieben. Nee, ich bin, also ich glaube auch nicht. Wir haben gerade in der Pause gelöscht. Ja, aber er war ja dann mal weg gewesen. Also ich glaube, den müsste ich, habe ich noch nicht gespielt. Mir gerade ein bisschen egal. Na, wenn du nicht drin hast, habe ich eine vielleicht. Was? Nee, ich hab ihn in der Liste drin, deswegen. Ich weiß nur nicht, ob wir den schon gehabt haben zum Fight. Wir drücken einfach X und dann gucken wir. Wenn nicht, dann drücke ich nochmal schnell. Okay, halt dann 3, 2, 1, jetzt. Oh, immer dieses Doppeltwählen. Nee, den hast du nicht gehabt. Den habe ich nur deswegen. Ich war jetzt gerade, weil der sah irgendwie so aus wie der eine, aber den. Rikishi, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Das wird ein fetter gegen einen dünnen, schmächtigen. Ein schneller gegen einen großen, dicken. Ja. Und da werde ich am Anfang, wenn wir uns drücken, da werde ich Probleme haben. So, okay, jetzt mal Start, genau. Ja. Ah, es macht richtig Spaß, liebe Leute. Das Spiel ist echt toll gelungen. Auch die Karriere, meine Karriere zu spielen, macht sehr viel Spaß. Dauert viel Zeit weg, das stimmt wohl, aber es macht echt Fun. Und die Stone Cold Karriere habe ich jetzt angefangen, die muss ich halt nochmal weiterspielen, aber auch cool mit den Zwischensequenzen da drin. Was sagst du dazu? Ja, das finde ich echt gut gemacht, die ganze Story da zu spielen, aber man kann sie halt nicht auf YouTube verbringen, wegen den ganzen Urheberrechtsdingen. Ja. Ja, da habe ich sofort Stress bekommen, deswegen ist mein Video leider gelöscht worden, liebe Freunde. Macht nichts, wir zocken dafür das hier. Genau. Ey, wir wollten noch packen machen. Ich kann doch nichts dafür. Wie, du kannst nichts dafür? Ich habe dich einfach gepackt, Ja, aber dann macht man doch, Ja, ich hab, pass auf, ich drück X. Nein, ja, macht ja, er nicht. Ja, jetzt ist... Macht er nicht. The bear hug squeezing the life away. Oh, there's nothing that hurts worse than a good hard bear hug. Give us your thoughts. Na gut, machen wir ein normales Match weiter. Kriegst jetzt auf es die Rübe. Nicht. Ja, macht ja nichts. Der jetzt vorbei. Ah. Ja, normalerweise kannst du das am Anfang ein paar Mal nacheinander machen. Auch wenn du jetzt bloß. Ich hab einen Dropkick gemacht, aber du hast ihn ignoriert. Du bist so fett, ey. Du schubst mich einfach weg. Das ist Wahnsinn, das ist einfach, es ist Wrestling angesagt, Leute. Oh. Ja, das ist halt ein Dicker, ne? Der ist halt, oh, der zackt seine Muckis, ja. Naja, so viele hast du ja gar nicht. Boah, ich kann dich aber doch werfen, das ist dann auch mal angenehm. Ach man, dass du da auch immer kontern kannst, ist Wahnsinn. Ist Wahnsinn. Alter. Ja, wow. Schönes Ding. Schönes Ding. So. Hier erstmal umdrehen, den Kleinen. Er haut wieder ab, doch. Und jetzt kommt er wieder mit seinen fiesen Kontern hier.
Das Problem ist, dass du ja die Richtungstaste drücken musst nach oben. Aber wenn ich nach oben drücke, da war dann aus der Seile raus. Das ist doch scheiße. Bam, so macht man das und nicht anders hier. Oh oh. Oh 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 oh. Zu spät. Oh, da knall ich dagegen. Man, ich sehe aus wie so ein Eingeborener, weißt du das? Mit total bemalt. Irgendwie so ein Dämon bist du gerade. Ja, da heißt es so. Jetzt gibt es ja paranormale Aktivitäten im Ring, ne? Und ich lasse auch den Ring beben, du. Ja, klar. Er drückt meinen Dropkick weg. Natürlich. Also, als hätte man das nicht sehen können. Oh, da kommt die Dampfwalze. Wow. Gut so. Na, endlich mache ich mal ein paar Moves hier. Oh, ich hab schon gedacht, hier, so kann er doch nicht gehen hier mit mir. So, mein kleiner Dämonfürst, jetzt kriegst du erstmal auf die Hucke hier. Bam! Gucken wir mal, was er so drauf hat. Dämonfürst, ich bin ein ganz normaler, dicker Mann. Du bist der Kolossfürst. Ach man, ich hab zwar schon andere Richtung gedrückt, aber er hat wohl öfters mal dieselben Attacken. Nee. Ja, definitiv. Nee, haben sie nicht. Okay, dann hab ich mich verdrückt. Ach komm jetzt. Nein. Oh, Alter. So nicht. So, der Dämonfürst macht jetzt erstmal wieder einen neuen Move hier. Zack, Junge. Bong. Hast recht. Da liegt der Dicke. Das ist doch rechts und links, ne? Nicht nur oben und unten. Ja, kurz. Macht schon wieder Bing. So. Nee, ich geh jetzt alles durch. Ja, und machst du jetzt nochmal die Taste. Na, ich hab jetzt eine andere Taste gedrückt, der macht immer dasselbe. Du hast aber keine andere Richtung gedrückt. Doch, hab ich. Glaube ich dir nicht. Ist aber so. Der ist halt so, der kann das halt nicht anders. Boah, Übermensch, Übermensch. Geil. Echt geil. Der Finishers vom oberen Seil, apropos, ne? Achso, da kann ich gar nicht so. Okay. Oder so. Nee, ich hab keine Ahnung, vielleicht macht er einen anderen Finishen dann. Oder ich leg dich hin. Naja, der sieht ja genauso aus wie immer. Okay, pinnen wir dich mal. Ja! Das war jetzt das Abgefertigte vom... Aber der war gut, der Balor, der, das halt die Demon Power habe ich halt. Aber du warst mit den dicken Runden, konntest du die nicht bewegen, oder? Oh, Wahnsinn. Ja, liebe Leute, so kann es auch gehen, ey. Das war jetzt echt geil. Ich konnte alle seine Schläge fast blocken. Ab und zu hat er Am Anfang war ganz schön meine Oberhand, aber... Leider noch ein paar Minuten. Ja, wenn der Revano dann mal loslegt, ja, mit dem Finn, dann findet er auch ein Ende. Ja, war doch cool. Also mir hat's gefallen, auch mal wieder einen Sieg zu verkraften hier. Und dann würde ich doch glatt behaupten. Machen wir Schluss hier. Nee, du bist und dran, ne? Deswegen, ja klar, du redest ja einfach bloß immer, Entschuldigung, tut mir leid. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder zum nächsten Match und lasst ein Däumchen da. Guckt bei Revano LP vorbei. Wenn ihr dort rumstromert, dann guckt bei Gamerscheck LP mal vorbei. Das bin dann ich. Und ja, würde ich sagen, bis morgen und ciao. Ciao.